Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 24. Juli 2019. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, haben die Natur beobachtet, haben die kosmischen Einflüsse beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet. Und sie haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Leider wurde ein Teil durch die Inquisition zerstört, aber ein Teil ist erhalten geblieben. In diesem Maya-Kalender befindet sich 20 Wellen. Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen, Töne. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Wir befinden uns im 18. Welle und diese Welle wird von Ik regiert. Ik bedeutet göttlicher Atem. Das ist die Welle der Geist, das ist die Welle der Gedanken und die Welle der Kommunikation. Diese Welle enthält den Impuls von Ik, dem Wind des Geistes. Es ist der göttliche Atem, die Inspiration. Durch diese Energie des göttlichen Windes können wir unseren Gedanken und Gefühlen klären und reinigen. Diese Welle ist wichtig für Kommunikation, Austausch, andere überzeugen von etwas, überlegen unserem Glauben setze. Es ist gut für Wissenschaft, Studium, Lernen, Untersuchungen, Dokumenten, Ordnen. Bei diesem Welle ist auch wichtig zuhören, was anderen meinen oder auch mal Danke sagen. Wir verspüren die Macht, die Gedanken. Das kann auch auslösen, dass wir in dieser Zeit eine wichtige Botschaft erhalten. Heute ist der 5. Tag dieser Welle und die Zahl 5 wurde bei Mayas mit einer Linie gezeichnet. Die Zahl 5 bedeutet vermehren etwas, ausbreiten von etwas. Heißt auch innere Stärke, die Spitze der Pyramide, das innere Kraft zu verspüren. Kann auch bedeuten, dass wir heute Einflüsse haben von außen und es wirkt auch auf unserem Inneren. Die heutige Energie heißt Kimi, das ist die Symbole dafür. Kimi bedeutet übersetzt Tod. Natürlich kann das auch Todesfall auslösen oder eine erbschaftliche Situation, aber das ist untypisch. Diese Energie bedeutet Loslassen von etwas, Verabschieden oder Trennen von etwas, Befreiung heißt auch. Und das ist die Energie, das Wandlung. In dieser Zeit kommen wir mehr in Verbindung zu unserem Ahnen und zum unserem Unbewussten. Im körperlichen Ebenen wirkt auf die Erneuerungsprozesse. Die Kraft hier ist die Eule und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.